Tag zusammen. Ich heiße Sie herzlich willkommen an diesem Tag Uni für Einsteiger. Ich will Ihnen etwas über theoretische Informatik erzählen. Sie haben viele Möglichkeiten heute, sich über die mehr spektakulären Teile der Informatik zu informieren, Anwendungen in der Medizintechnik, in dem Automotive-Bereich. Das ist alles ganz spektakulär, aber dahinter steht meistens jahrelange, jahrzehntelange Arbeit in der Theorie. Und wie wir das in Karlsruhe mit der Theorie handhaben, dazu will ich Ihnen einen kurzen Einblick geben. Vielleicht will ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Peter Schmidt. Ich habe Mathematik studiert. Das war damals kein Problem, weil es die Informatik noch gar nicht gab. Ich stand also nicht vor der Alternative, Mathematik oder Informatik zu studieren. Habe dann den akademischen Karriereweg beschritten, promoviert, habilitiert, dann aber 4 Jahre für IBM gearbeitet und seit 1988 bin ich hier Professor für theoretische Informatik. Lassen Sie uns zunächst mal ganz langsam einsteigen. Was Sie hier sehen, ist der Stundenplan für die ersten 5 Semester. Dazu gehören die Pflichtvorlesungen, aber auch die Wahlpflichtmodule. Und ich habe mal rot hinterlegt all die Teile, die überwiegend oder zu großen Teilen theoretische Inhalte enthalten. Dazu gehören natürlich die Mathematikvorlesungen, höhere Mathematik, lineare Algebra, Numerik und Statistik. Aber auch in den Vorlesungen über Algorithmik 1 und 2 steht die Theorie im Vordergrund. Ebenso natürlich bei den theoretischen Grundlagen und nicht ganz so schlimm in den Grundbegriffen der Informatik. Da geht es natürlich auch um andere Dinge, die man nicht unbedingt Theorie nennen kann. Und dann in dem Wahlpflichtmodul formale Systeme. Das ist meine Vorlesung und ich werde mich im Großen und Ganzen auch darauf konzentrieren. Was sind nun die Themen überhaupt? Über die mathematischen, theoretischen Anteile muss ich nichts erzählen. Die tauchen hier auch nicht auf. Das kann man sich vorstellen. Und man kann sich auch vorstellen, wenn man später in der Robotik arbeitet, dass man dort solide mathematische Grundlagen braucht und vielleicht sogar was von Differentialgleichungen verstehen muss. Also das ist irgendwie nachvollziehbar. Aber wo kommen die anderen theoretischen Inhalte her und worum geht es? Ich nenne mal die Themen kurz. Das erste ist Berechenbarkeit und Komplexität. Dann kommt Logik und formale Sprachen, Automatentheorie, Algorithmen und Datenstrukturen. Ich will hauptsächlich was zu den ersten beiden Punkten erzählen, da ich annehme, dass Sie darüber weniger Bescheid wissen. Was ein Automatenmodell ist, haben Sie vielleicht sogar schon gesehen in Gymnasialunterricht. Endliche Automaten kommen da gelegentlich vor. Und dass Automatenmodelle gut sind für die Informatik, das glaubt man auch. Ebenso, dass man Algorithmen und Datenstrukturen braucht. Und da gibt es auch noch weitere Veranstaltungen, die sich mit speziellen Algorithmen, mit Routenfindungsalgorithmen beschäftigen, wo Sie heute im Laufe des Tages Näheres darüber erfahren können. Deswegen Kommentare von meiner Seite zu den ersten beiden Themen. Wir fangen an mit einem kleinen Rätsel. Oh, der ist hier. Das soll da ein Chamäleon sein. Warum der jetzt nicht zu sehen ist, weiß ich nicht. Das Rätsel geht so. Wir haben eine Insel, Chameleon Island. Da leben Chamäleons. 15 rote, 14 gelbe, 13 grüne, 42 insgesamt. Und was so Chamäleons machen den Tag über, die wechseln halt ihre Farbe. Und die Idee ist die, wenn sich 2 Chamäleons unterschiedlicher Farbe treffen, dann wechseln beide in die dritte Farbe, die keiner von ihnen hat. Und die Frage, ist es möglich? Natürlich treffen sie sich mehr oder weniger zufällig, aber unter den aller positivsten Annahmen ist es möglich, dass irgendwann mal alle Chamäleons dieselbe Farbe haben. Kann man darüber nachdenken. Mir kommt es jetzt darauf an, das als ein Spezialfall eines allgemeinen Problems zu sehen, nicht das darzustellen in einer mehr formalen Methode. Ein erster Schritt wäre mal, die Übergangsregeln so aufzuschreiben, nicht? Wenn sich ein rotes und gelbes Chamäleon treffen, dann wechseln beide nach grün. Und
Das irgendwie gefällt mir das nicht, dass wir hier nur die Hälfte sehen. Wie sieht es da drüben aus? Ja, dort ist es, glaube ich, ein bisschen besser. Der allgemeine mathematische Rahmen, in dem man solche Übergänge, solche Fragestellungen behandelt, würde dann so aussehen: Wir haben einen Begriff eines Terms. Beispiele davon haben Sie wahrscheinlich auch im Mathematikunterricht gesehen. In unserem Fall würden die Terme angeben, welche Farben die 42 Chamäleons alle haben. Und wir hätten Regeln, Sie haben die drei Regeln gesehen, wie man von einer Population zur nächsten übergehen kann und wie sich die Farben ändern. Und eine Fragestellung, die man jetzt auf der Ebene stellen kann, ist es möglich, von einem bestimmten Term T, das wäre unsere Ausgangssituation auf Chameleon Island, durch Anwendung der Regeln, unserer drei Regeln, zu einem bestimmten vorgegebenen Term, die drei monochromatischen Populationen, ist es möglich, dahin zu kommen? Kann man nicht wissen, wie lange das dauert, aber die Frage ist, geht das überhaupt? Man nennt das das Wortproblem für Terme. Und viele Leute haben sich damit beschäftigt, insbesondere Herr Tui, den Sie hier sehen. Später in der Vorlesung über Grundbegriffe der Informatik werden Sie die Semi-Tui-Systeme kennenlernen, die auf ihn zurückgehen. Und der hat einen Spezialfall dieses Problems gelöst. Beachten Sie den bescheidenen Titel, den er seiner Arbeit gegeben hat. Könnte sein, denselben Titel hätte er wahrscheinlich für alle seine Veröffentlichungen nehmen können. Nicht? Lösung eines Spezialfalls eines allgemeinen logischen Problems. Weiß jemand, was Christiania ist? Das ist der alte Name von Oslo. Bis 1924 hieß Oslo Christiania. Dann hat man es umbenannt, und zwar den Namen, den Christiania hatte, bevor die Dänen die Herrschaft angetreten haben. Da hieß es nämlich Oslo. Und was auch bemerkenswert ist, das ist nicht meine Übersetzung, das ist der Originaltitel. Der ist in Deutsch, 1910 in Oslo geschrieben. Nun, was ist aber mit dem allgemeinen Problem? Tui hat am Ende seiner Arbeit einen Kommentar abgegeben. Es könnte schwierig sein, sogar unüberwindbar schwierig sein. Und tatsächlich, einige Jahre später, 1990, also 84 Jahre später, hat Post bewiesen, das Problem ist unlösbar. Und das ist der erste Beitrag der theoretischen Informatik in diesem Teil, so in der Rolle eines Spielverderbers. Es gibt unlösbare Probleme. Das ist vielleicht jetzt verblüffend. Nicht? Man kann sich vorstellen, ein Problem ist nicht mit Zirkel und Lineal lösbar. Na gut, dann löst man halt mit was anderem. Man muss sich ja nicht auf Zirkel und Lineal beschränken, dann ist es lösbar. Aber es gibt wirklich Probleme, für die gibt es keine Lösung. Das ist zunächst mal ein Phänomen, das man verdauen muss, verstehen muss und in seinem Gehalt und dann auch in seinen Auswirkungen. Was wären denn unlösbare Probleme? Das allgemeine Wortproblem. Den Spezialfall konnte Tui lesen, aber das allgemeine Problem ist unlösbar. Das mag uns vielleicht noch nicht so richtig interessieren, aber auch die Terminierung von Programmen gehört dazu. Sie könnten sagen, wir reichern Compiler, die Programme einlesen und prüfen, ob die Syntax korrekt ist. Die könnten auch gleich mitliefern, ob das Programm terminiert. Ob man da vielleicht eine unendliche Schleife reingebaut hat, was man nicht wollte. Das wird nie gehen. Und man wird es vielleicht trotzdem machen, aber dann muss man damit rechnen, dass es Warnungen gibt, das Programm würde nicht terminieren, wo es in Wirklichkeit doch terminiert, oder dass das Programm für ein, dass der Compiler für ein Programm, was nicht terminiert, keine Warnung ausgibt. Aber eine präzise Lösung, die genau die Programme aussondert, die terminieren, das gibt es nicht. Anderes Problem: Gültigkeit von Aussagen über natürlichen Zahlen. Was könnte einfacher sein als die natürlichen Zahlen? Und trotzdem ist es schwierig, ein Verfahren anzugeben, das genau die wahren Aussagen herausfiltert. Zum Beispiel Aussagen wie: Es gibt unendlich viele Primzahlen, jede Zahl lässt sich als Summe von vier Quadraten darstellen oder so etwas. Da sieht man schon, manche Sachen sind ein bisschen kompliziert, und in Wirklichkeit ist es so kompliziert, dass das allgemeine Problem, welche Aussagen sind in den natürlichen Zahlen, wie wir sie kennen, wahr und welche sind falsch, ist nicht lösbar. Selbst wenn, das erklärt jetzt den Begriff Berechenbarkeit, nicht?
diese Theorie, deren spektakulärstes Ergebnis ich Ihnen eben kurz vorgestellt habe. Das nennt man die Theorie der Berechenbarkeit. Und das nächste war die Komplexität. Selbst wenn Probleme lösbar sind, heißt das ja noch nicht, dass man sie lösen kann. Heißt ja nur, sie sind im Prinzip lösbar, wenn ich vielleicht 2 Jahre oder 10 Jahre Zeit hätte. Und wenn Sie einen Code knacken wollen und müssen 10 Jahre warten, dann hilft Ihnen das gar nichts. Also das ist der nächste Teil der Theorie, dass man über die Komplexität sich informiert, dass man die Hilfsmittel bereitstellt, mit denen man Komplexität messen kann. Und das ist dann der zweite Teil des Programms, was ich Ihnen gezeigt habe. Ich will zum nächsten Teil kommen, zur Logik. Nicht, wenn wir vorher vielleicht einen intuitiven Begriff haben, was kann ich berechnen, was ist ein Algorithmus, und den präzisiert haben, sind zur Theorie der Berechenbarkeit gekommen. Das ist übrigens erstaunlich, diese Formalisierung, was ist berechenbar, die ist erstaunlich stabil. Da gibt es 4 oder 5 Vorschläge ganz unterschiedlicher Art und es stellt sich heraus, die sind alle äquivalent. Also es gibt so einen Begriff Berechenbarkeit. Der nächste Begriff, um den es hier geht, ist logisches Schließen. Wir alle kennen das, wir machen das jeden Tag. Wir können nachdenken, kann mein Bruder, mein Schwager sein, und dann kann man ein bisschen versuchen zu argumentieren und zum Schluss kriegt man raus, unter unseren Verhältnissen hier in Deutschland kann das nicht sein. Und weitere interessante Beobachtung, die logischen Regeln sind überall auf der Welt gleich. Sie können hinkommen, was Sie wollen, argumentieren, mit wem Sie wollen. Man muss vielleicht mal hier und da diskutieren, aber am Ende wird man auf denselben Nenner kommen. Also offensichtlich gibt es so etwas wie eine inhärente Logik, die uns Menschen irgendwie eingebaut ist. Und die Frage ist, kann man daraus auch eine mathematische Theorie machen? Lässt sich das fassen? Lässt sich das beschreiben? Letzten Endes wäre ja das Ziel, einem Computer beizubringen, zu denken. Und dann braucht man das als mathematische, greifbare, aufschreibbare, im endlichen Sinne aufschreibbare Theorie. Und da gibt es mal eine gute Nachricht von den Theoretikern zu berichten. Das geht. Man kann tatsächlich die Logik, wie wir sie kennen, vollständig axiomatisieren. Und hier sind einige Leute, die beigetragen haben zu diesem Thema. Ich, David Hilbert vor allem. Der hat übrigens, was die Berechenbarkeit angeht, eine andere Rolle gespielt. 1900 hat er einen berühmten Vortrag gehalten auf dem Mathematikerkongress in Paris und seine Probleme vorgestellt, die dann die Forschung für die nächsten Jahre beeinflusst hatten. Und er konnte sich überhaupt nicht vorstellen, das war jenseits seiner Denkwelt, dass es etwas gibt, was nicht berechenbar ist. Seine Vorstellung war, wenn wir uns lang genug hinsetzen und anstrecken, können wir jedes Problem lösen. Und eine seiner Probleme, die Lösung von diophantischen Gleichungen, war dann auch so etwas, von dem man nachher zeigen konnte, es ist unlösbar. Aber in seinen Arbeiten über Logik, Axiomatisierung der Logik, da war er auf der erfolgreichen Seite. Und was interessiert uns aber das? Wieso brauchen wir Logik in der Informatik? Und ich glaube, das werden Sie am Ende des Tages hier auch mitgenommen haben aus Karlsruhe. Wenn wir auch starken Wert auf die mathematische und theoretische Ausbildung legen, die Ausrichtung unserer Fakultät ist hin zur Anwendung. Das ist, wo wir letzten Endes hinwollen. Auch wenn wir vielleicht sehr lange theoretische Forschung treiben müssen, aber letzten Endes sind wir an dem interessiert, was sich anwenden lässt. Vielleicht nicht morgen, vielleicht erst später. Aber es muss diese Perspektive haben. Und ich will Ihnen eine Anwendung der Logik vorstellen, eine, mit der ich mich selbst mit meiner Arbeitsgruppe beschäftige, und zwar ist das die Verifikation von Programmen. Ich gebe ein Programm, konkret halber nehmen wir mal an, es sind Java-Programme, zumindest machen wir das so, das wird aber heute keine Rolle spielen. Und dann muss man natürlich noch sagen, was das Programm tun soll, also eine Spezifikation angeben. Und wir wollen zeigen, dass ein Programm seine Spezifikation erfüllt. Nicht nur zeigen, wir wollen das auch beweisen. Im strikten mathematischen Sinne mit den Regeln, vollständigen Regeln, die Hilbert und Co.
aufgestellt haben. Das kann man sich vielleicht noch nicht so richtig vorstellen, wie das gehen soll. Deswegen haben Sie Geduld und gehen Sie mit mir ein kleines Beispiel durch. Was Sie hier sehen, ist zum einen ein Programm, das ist in diesen Spitzenklammern eingeschlossen und jetzt grün hinterlegt. Macht es nichts Besonderes. Es gibt Eingabevariablen x und y, stellen wir uns vor, die haben natürliche Zahlen als Werte. Und am Anfang wird die Programmvariable z auf die Differenz gesetzt. Dann kommt die nächste Anweisung nach diesem Semikolon. Dann kommt eine Verzweigung. Wenn das z echt größer 0 ist, dann wird z gleich x gesetzt und sonst wird z gleich y gesetzt. Und die Behauptung ist, dass danach gilt, das kommt nach diesen Spitzenklammern, dass z größer gleich x und z größer gleich y ist. Das lesen wir als Konjunktion. Wenn man sich das anguckt, man glaubt das, man kann durch kurzes Nachdenken sich davon überzeugen, dass das stimmen wird. Aber dieses Nachdenken wollen wir jetzt mal Schritt für Schritt angucken und uns überlegen, wie könnte man das auch einer Maschine beibringen, dieselben Überlegungsschritte. Nun, im ersten können wir das so machen. Wir gehen jetzt von der Situation aus, dass z gleich der Differenz ist. Nicht? Nachdem die erste Aktion des Programms ausgeführt wurde, ist das ja auch tatsächlich der Fall. Und deswegen ist hier in dem grün unterlegten Teil, das ist noch der Rest des Programmes, der ausgeführt werden muss, da ist dieser Teil weggefallen. Das ist schon, die Richtung stimmt schon. Wir haben das Programm ein Stückchen kürzer gemacht und stehen jetzt vor dieser Aufgabe. Was macht denn das Programm? Na gut, das hängt davon ab. An der Stelle müssen wir einfach Fallunterscheidungen machen. Wir haben nicht nur eine Aufgabe zu beweisen, sondern zwei. Nämlich die eine Aufgabe, wenn das z echt größer 0 ist, was passiert dann? Nun, dann wird einfach z gleich x gesetzt. Und im anderen Fall, wenn z kleiner gleich 0 ist, dann wird der zweite Teil dieser Verzweigungsanweisungen ausgeführt und es wird z gleich y gesetzt. Das geht auch wieder in die richtige Richtung. Wir haben fast keine das Programm ausführen, dass z gleich x ist. Und danach soll diese Aussage gelten. Gut, warum setzen wir das nicht ein? Da, wo das z steht, schreiben wir x hin. Und hier schreiben wir, wo das z steht, y hin. Dann kommen diese beiden Aussagen heraus. Und jetzt sehen wir, da kommen überhaupt keine Programmanteile mehr vor. Das sind Aussagen über die natürlichen Zahlen. Wenn das auch kein vollständiges Problem ist, also nicht vollständig lösbar ist, wie wir gehört haben bei der Abteilung über unlösbare Probleme. Was hier normalerweise rauskommt, ist von einfacher Bauart und das können die logischen Beweiser können das bearbeiten. Jetzt kommt noch die Vereinfachung, ist jetzt ja leider nicht mehr zu sehen gewesen. Das gibt Ihnen ungefähr eine Vorstellung, wie Programmverifikation reduziert werden kann, indem das Programm Schritt für Schritt abgearbeitet wird und was übrig bleibt, ist eine Aussage, nicht mit Implikationspfeilen und Konjunktionen und Aussagen über die natürlichen Zahlen oder über andere Datentypen, die in den Programmen vorkommen. Und das kann man automatisieren und das ist auch ein interessanter Forschungszweig. Ich will Ihnen ein kleines Beispiel geben. Es ist zwar jetzt schon eine Weile her, im Jahr Januar 2009 haben diese Geräte der Zune Player gestreikt. Sie waren eingefroren. Man konnte sie anschalten und dann tat sich gar nichts. Man konnte die noch nicht mal mehr stoppen. Und die Zune Player, um die es ging, die waren damals schon nicht mehr im Handel. Natürlich wurden die noch von vielen Leuten benutzt, die einmal gekauft hatten. Aber im Handel waren die nicht. Und das mal auch erklären, warum dann der Code plötzlich verfügbar war im Netz. Man konnte dann tatsächlich, und die Leute, die sich mit Programmkorrektheit beschäftigen, hatten dann was anzugucken. Man hatte den Originalcode, der mit ziemlicher Sicherheit auf den Geräten gelaufen ist. Und man konnte auch ziemlich schnell ist das übertrieben. Man konnte dann schon nach einer Weile den Fehler identifizieren. Was ist passiert? Beim Hochfahren
hat das Programm versucht, das Datum auszurechnen. Und zwar ging das so, gespeichert waren die Tage, die vergangen sind seit einem Anfangsjahr. Das war, glaube ich, der 1. Januar 1980. Und dann musste man also die Anzahl der Tage umrechnen in Jahre und Monate und so weiter. Und da gab es ein Programm, was das tut. Und das sieht ungefähr so aus. Das ist eine Weilschleife. Wenn noch mehr als 365 Tage übrig geblieben sind, dann kann man natürlich ein ganzes Jahr abziehen, nicht? Die Anzahl der Jahre um eins erhöhen, von den Tagen, die 365 abziehen und die Weilschleife weitermachen. Gut, wenn es ein Schaltjahr ist, muss man natürlich 366 abziehen. Das muss man dann auch noch feststellen. Da gab es ein anderes Programm, was feststellt, ob das Jahr, in dem man gerade angekommen ist, ob das ein Schaltjahr ist. Und so lässt sich am Ende, wie man leicht sieht, das aktuelle Datum aus der Anzahl der Tage, die verflossen sind, ablesen. Was Sie hier sehen, ist die Beweiseroberfläche eines Programmverifikationswerkzeugs. Man kann hier die Dateien sehen, die man geladen hat. Hier ist die aktuelle Beweisaufgabe, da werde ich gleich dazu was sagen. Und hier kann man den Beweisgang visualisieren. Nicht die Schritte, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe in diesem kleinen Beispiel. Vielleicht sollte ich das auch dazu sagen. Die Schritte waren natürlich idealisiert. In Wirklichkeit ist das schon auch ein bisschen komplizierter und so einfach geht das nicht. Ich habe halt ein Beispiel ausgesucht, wo man mit wenig Worten und alles, was ich Ihnen gezeigt habe, war korrekt. Aber nicht so, dass es im allgemeinen Fall funktionieren könnte. Hier sieht man dann den Beweisbaum, der sich nach und nach aufbaut. Wenn ich das starte, was man hier sieht, ist ein Implikationszeichen. Wenn das, was davor steht, gegeben ist, dann soll man das beweisen, was danach steht. In den Spitzenklammern, die ich vorher schon gezeigt habe, die kommen hier halt als ASCII-Varianten, da sieht man dieses Programm, nicht Convert Days, das ist das Programm, wo ich Ihnen vorhin kurz den Auszug aus dem Code gezeigt habe, das wird hier aufgerufen und danach soll das, was hier steht, gelten. Das tut natürlich mehr, als ich bisher gesagt habe. Was hier mit den Exceptions zu tun hat, wir beweisen auch, dass keine Exceptions geworfen werden. Das ist vielleicht nicht so interessant. Ansonsten interessiert uns nur die Terminierung, deswegen ist hier nichts irgendwie was besonders Kompliziertes zu sehen. Wir könnten jetzt Schritt für Schritt uns durchklicken. Sie sehen, das ist das Tool unterstützt den Benutzer in der manuellen Anwendung. Wenn ich mit der Maus über die Formel laufe, dann bekomme ich immer gerade den Teil, über den der Cursor gerade steht. Nicht? Das wäre also der rechte Teil der Implikation, die bewiesen werden sollte. Das wären die Aussagen, die nach Beendigung des Programms gelten sollen. Und das hier wären die Voraussetzungen, die wir annehmen, dass sie vor Ausführung des Programms gelten. Und dann kann man zum Spaß mal eine Regel anwenden. Nicht? Oberhalb dieses Doppelpfeils, da stehen die Voraussetzungen, die man zur Verfügung hat. Hier unten steht das, was zu beweisen ist. Das ist natürlich jetzt nicht besonders spannend und wir lassen das Programm einfach mal automatisch laufen. Und das läuft eine Weile. Ich habe eine Grenze eingestellt, das soll höchstens 3000 Schritte laufen. Wir wissen ja, dass es nicht klappen kann. Nicht? Das war ja irgendwo ein Fehler drin. Der Zune-Player, der hat ja nicht funktioniert am Ende. Und wir sehen hier die Beweisziele, die nicht geschlossen werden konnten. Und etwas fällt sofort auf, wenn man drauf guckt, zumindest dem geübten Benutzer, aber vielleicht fällt Ihnen das auch auf. Hier steht etwas, 366 Tage. Gehen wir mal zurück. Das war der ursprüngliche Code. Was passiert denn, wenn dieser Wert 366 ist? Gut. Dann ist es echt größer als 365. Gut, das ist in Ordnung. Aber was ist hier? Ah, das stimmt nicht. Also wird hier nichts aktualisiert. Und was passiert ist, die Schleife wird durchlaufen, ohne dass was passiert. Und sie wird das nächste Mal durchlaufen und ist wieder nichts passiert. Und das terminiert nicht. Also was man wollte hier größer gleich schreiben. Das ist halt vergessen worden. Also ändert man das und die Sache funktioniert.
glaube, man sieht das besser so, wenn ich das nicht im Vollscreen-Modus mache. Ne? Ja, wollte ich dazu noch was sagen. Man kann jetzt hier in dem Beweisbaum, nicht, da kann man sich angucken, was passiert ist. Und man kann auch Collapse All. Jetzt sieht man die Beweisstruktur nur im, das sind 3000 Schritte sind gelaufen, nicht? Aber man hat hier so eine Übersicht, was passiert und kann jetzt Schritt für Schritt gucken. Also diesen Teil des Beweises konnte erledigt werden, die anderen beiden Teile nicht. Und wenn einem das noch weiter interessiert, kann man hier reingucken. Aber das Problem haben wir ja eigentlich schon gelöst. Zurück. Stellenwert der Theorie in der Industrie, das ist etwas, was ich häufig gefragt werde. Nicht? Man konzentriert sich hier auch auf die theoretischen Teile. Und danach findet man in der Industrie keinen Job oder nicht den Job, den man sich vorstellt oder kriegt weniger Geld. Gibt auch so ein bisschen das Gefühl des Konzernmanagers, der da sitzt und überlegt, wie viele Leute er jetzt entlassen muss, damit nächstes Jahr die Börsenkurse stimmen. Die Wirklichkeit sieht so nicht aus, zumindest die Wirklichkeit, die wir kennengelernt haben. Das sind alles recht vernünftige Leute, die wissen auch, dass sie investieren müssen für die ferner liegende Zukunft. Haben wir jetzt eine Kooperation in der Entstehung mit Daimler, die sich gerade um Fragen der Softwareverifikation, was ich Ihnen hier so in Ausschnitten gezeigt habe, kümmern. Das wird nicht nächstes Jahr funktionieren, aber vielleicht in 5 Jahren, vielleicht in 10 Jahren. Vielleicht kann man jetzt schon kleine Sachen, kleinere, unbedeutendere Prüfungen mit formalen Methoden vornehmen. Das sind Dinge, die interessieren. Und noch mehr. Auch die großen Player sind mit dabei. Microsoft 2002, das ist ein Zitat, das ich gerne zeige. Was hat Bill Gates damals gesagt? Things like even software verification, das soll heißen, software verification, das ist sowieso ein Exotenthema, nicht? Has been the holy grail of computer science. Holy grail, das ist das, was jeder gerne hätte, aber niemand weiß, wo es ist. Nicht? Und er sagt, selbst das machen wir jetzt in manchen Gebieten, Key Areas, damals war das Driver Verification, das ist heute schon was anderes. Und wir, Microsoft, wir bauen Werkzeuge, um das zu machen. Das war so 2002 und das ist vielleicht auch eine gute Jahreszahl, weil das Interesse in der Industrie an der formalen Verifikation war nicht immer da. So um diese Zeit herum gab es einen Wendepunkt. Von da an haben auch die großen Players in dem Gebiet gesagt, das könnte vielleicht doch was werden mit dieser formalen Verifikation. Und wir sollten das mal nicht ganz ignorieren. Und seither ist die Entwicklung tatsächlich so vorhergegangen, wie Bill Gates das damals vorhergesagt hat. Ich will hier nur vielleicht ein Projekt erwähnen, das Verisoft XT-Projekt, das auch wieder eine Erfolgsgeschichte in sich ist. Microsoft war einer der großen Teilnehmer, das Werkzeug, mit dem die Verifikation durchgeführt wurde, wurde von Microsoft entwickelt. Also kein universitäres Werkzeug. Die hatten ihre eigene, natürlich wesentlich professionellere Entwicklung. Wenn wir etwas mit Diplomanten und Doktoranden entwickeln, das ist vielleicht auch ganz gut, aber die können natürlich Programmierer dran setzen, die einen Hintergrund von langjähriger Erfahrung in der Softwareentwicklung haben und die produzieren natürlich ganz anderen Code. Was auch noch interessant ist, ist, was hier verifiziert wurde. Am Anfang, wie immer, muss man natürlich kleine Beispiele machen. Also was ich Ihnen gezeigt habe bei der Erklärung, das Maximum von 2 Zahlen, nicht? Das war ja, was das Programm ausgerechnet hat, das Maximum von 2 Zahlen, das waren so die Anfangsbeispiele. Oder man hat ein Array sortiert und hat das bewiesen. Und das war jahrelang so die Meinung. Formalen Methode-Leute, die können beweisen, dass ein Sortierprogramm stimmt. Aber was Größeres, das wird nie was werden. Was ist der Hypervisor? Der Hypervisor, der hier verifiziert wurde, ist ein Stück des Betriebssystems. Das hielt man lange Zeit für absolut unmöglich, dass man sowas anfangen könnte. Und es war auch ein Haufen Manpower notwendig, um dahin zu kommen. Und natürlich hat man auch nicht alles, sondern nur große Teile verifiziert. Aber zweitens, das war auch nicht etwas, was man für diese Projekt geschrieben hat als Beispielprogramm. Nein, das ist ein Produkt, was
Microsoft verkauft. Und mehr noch, wie das bei Produkten so ist, da kommt alle halbe Jahre kommt ein neues Release heraus. Und die Verifikation, die sollte eben so sein, dass man nicht einmal der Sache festfriert und sagt, das verifizieren wir, sondern wenn ein neues Release kam, dann wollte man auf den Knopf drücken und die Verifikation auch für das neue Release haben. Nicht? Gut, wie man das geschafft hat, ist vielleicht ein anderes Problem. Es ist eine Machbarkeitsstudie. Es ist nicht so, dass man morgen im Großteil einsetzen könnte, aber das Interesse ist da. Die theoretische Machbarkeit ist auch gegeben. Der Hypervisor ist so ein Betriebssystemteil, der mit mehreren Betriebssystemen umgehen kann und nach außen hin nur ein einziges Betriebssystem vorschiebt. Und damit wäre ich zu Ende mit meinem Vortrag. Es sei denn, jemand interessiert sich dafür, was inzwischen auf Chameleon Island passiert ist. Jemand einen Vorschlag gibt es? Ist es möglich, dass eine monochromatische Population entsteht oder nicht? Ja. Okay. Sie? Ja. Genial, ja. Das ist die geniale Lösung. Und ich, also die richtige Antwort ist, es geht nicht. Und jetzt kommt die Lösung. Mit jeder Population verbinde ich eine Zahl, die nenne ich mal H. Und die Zahl rechne ich so aus, 0 mal die roten, 1 mal die blauen, 2 mal die grünen. Und genau genommen bin ich nicht an der Zahl selbst interessiert, sondern, wie Sie gesagt haben, an dem Rest, den man beim Teilen durch 3 bekommt. Also die Anfangspopulation, das gibt 42, ist, oder 40, weiß ich nicht. Und 40, ja. Und wenn man das durch 3 teilt, dann kommt an Rest 1 raus. Also das ist die erste Beobachtung. Dann bei den monochromatischen Populationen, nicht, die sind alle durch 3 teilbar. Das sind entweder 0 oder die 2, das sind insgesamt 42. Ne? Und die Summe ist 40, also 42 Chamäleons haben wir. Und wenn die alle von der blauen Farbe sind, dann ist 42 ist teilbar durch 3 und 2 mal 42 ist dann auch teilbar durch 3. Also haben wir eine Anfangspopulation, die als Kennzahl eine 1 hat und die Endpopulationen, die 3, die es gibt, haben also diese Kennzahl 0. Aber jeder Farbwechsel stört die Teilbarkeit durch 3 nicht. Wenn zum Beispiel sich ein roter und ein blauer treffen, dann fehlt nachher der blaue, also es wird minus 1 genommen in dieser H-Zahl. Dafür kommen 2 grüne dazu, also 4 wird dazu gezählt, 1 abgezählt, also ändert sich das um 3. Und die anderen Fälle kann man genauso ausrechnen. Und jeder Farbwechsel ändert den Wert von H um plus oder minus 3. Also die Teilbarkeit durch 3 wird nicht geändert. Und das zeigt, man kann nie von dieser Anfangspopulation zu der Endpopulation kommen. Okay. Und damit bin ich wirklich am Ende.